Willkommen, Freunde. Wahrscheinlich hat jeder von uns irgendwann einmal davon geträumt, sich im Alter ein schönes Häuschen an einem ruhigen Ort, beispielsweise am Ufer eines Flusses, leisten zu können. Und davon, dass er sich jeden Morgen am Sonnenaufgang erfreuen wird, während er sich eine Tasse Tee auf der Terrasse eingießt und nachdenklich in die Ferne schaut. Genau so träumte vor vielen Jahren auch unsere Hauptperson, ein Mann namens Morton Jablin aus den USA, als er in Pension ging. Aber aufgrund bestimmter Umstände musste er seine gewohnte Lebensweise ändern und kam da auf eine geniale Idee, die bis heute Journalisten zu ihm führt und ihn im ganzen Land bekannt machte. Was hat also dieser auf den ersten Blick einfache ältere Mann getan? Aber alles der Reihe nach. Morton kam in Brooklyn zur Welt und ist dort aufgewachsen. Sein Leben war nicht viel anders als das der meisten Amerikaner. Bevor er während des Zweiten Weltkriegs mit dem Marinenachrichtendienst Office of Naval Intelligence der USA ins Ausland ging, war er ein gewöhnlicher Student. Nachdem er 1946 in die USA zurückgekehrt war, arbeitete er als Pharmazeut. Ein paar Jahre später lernte er die Frau seines Lebens kennen, die er bald heiratete. Gemeinsam mit seiner Frau Charlotte hatte er zwei Kinder. Mit fast 40 Jahren gründete er ein erfolgreiches Webereiunternehmen. Die Geschäfte liefen gut, das Geld reichte für ein durchaus angenehmes Leben. Er war zwar kein Millionär, aber er konnte sich wie viele Amerikaner ein komfortables Haus mit grünem Rasen davor bauen und zwei Söhnen eine gute Ausbildung ermöglichen. Im Laufe ihrer Ehe machten Morton und Charlotte häufig Kreuzfahrten auf verschiedenen Routen durch die ganze Welt. In ihrem Leben haben sie viele Länder und Kontinente gesehen. Und selbst als der Mann bereits über 80 war, die Kinder schon lange erwachsen waren und selbst Familie hatten, führte er sein kleines Unternehmen weiter und freute sich mit seiner geliebten Gattin im Häuschen am Stadtrand seines Lebens. Aber plötzlich änderte sich alles. Im Jahr 2007 starb seine geliebte Frau Charlotte an Altersschwäche. Ganz allein im großen Haus war der Mann vom Kummer gebrochen und gedrückt. Natürlich schlugen die Kinder ihm vor, zu ihnen zu ziehen. Aber wie viele Menschen verstand der alte Herr, dass es für sie nur eine Last sein würde. Denn sie haben eigene Kinder und sogar schon Enkel. Und das fünfte Rad am Wagen wollte er nicht sein. So auf der Terrasse sitzend kam Morton der Gedanke, dass er einen Platz braucht, an dem man sich immer um ihn kümmern kann, an dem er Menschen um sich haben wird und an dem man ihm äußerste Aufmerksamkeit schenkt. Aber dieser Platz ist natürlich nicht das Altersheim. Bereits nach einiger Zeit begann der alte Herr, sich nach dem Preis für Kreuzfahrten zu erkundigen. Am meisten interessierte ihn die Seven Seas Navigator, ein modernes und unglaublich komfortables Schiff, das über 8 Decks, 245 Luxuskabinen sowie mehr als 300 Personen Personal verfügt und Platz für 500 Passagiere hat. Von der sonstigen Ausstattung ganz zu schweigen. Außer einer Vielzahl von Restaurants und Cafés hat das Schiff alles, was der moderne Mensch braucht, inklusive Fitnessstudio und Platz für die Erholung an frischer Luft. Bemerkenswert ist, dass dieses Schiff früher Akademik Nikolai Pilugin hieß und für die Erforschung der oberen Schichten der Atmosphäre und andere Aufgaben konstruiert wurde. Das Schiff wurde am 12. April 1988 auf der südlichen Helling der Leningrader Admiralswerft auf Kiel gelegt. Aber da nach dem Zerfall der Sowjetunion 1996 das Programm für Raumforschung in Russland gekürzt wurde, wurde die Akademik Pilugin mit einem Fertigstellungsgrad von 58% nicht zu Ende gebaut. Das nicht fertiggestellte Schiff wurde an die italienische Werft Mariotti verkauft, wo es nach dem Umbau zum Kreuzfahrtschiff unter dem Namen Seven Seas Navigator vom Stapel lief und bis heute für Kreuzfahrten im Mittelmeer eingesetzt wird. Dieses Kreuzfahrtschiff tritt auch in dem Film After the Sunset mit Pierce Brosnan und Salma Hayek in den Hauptrollen in Erscheinung. Und dieses schöne, 165 Meter lange Schiff wählte auch unsere Hauptperson. Und alles deswegen, weil Morton, als er die Ausgaben für sein Leben an verschiedenen Orten kalkulierte, auf einen genialen Gedanken kam. Der Preis für das Wohnen in einem Altersheim ist auch nicht gerade niedrig. Aber dort wird er, wie man so sagt, in den vier Wänden sitzen. Da ist es auf einem Kreuzfahrtschiff weitaus besser. Bis zu diesem Zeitpunkt fand der alte Herr auch einen rationalen Ansatz in finanziellen Fragen, nachdem er seinen Betrieb verkauft hatte. Das erlöste Geld legte er bei der Bank an und die Zinsen aus der angelegten Summe ermöglichten ihm, die Kosten für die Kreuzfahrt vollständig zu decken. Nachdem er eine kleine Tasche mit allem Notwendigen gepackt hatte, begab er sich 2007 auf die Reise. Und einmal an Bord dieses Kreuzfahrtschiffes wollte er dies nicht wieder verlassen.
Es ist kaum zu glauben, aber der alte Herr ist seit 13 Jahren nicht für längere Zeit an Land gegangen. Die ganze Zeit ist er zusammen mit der Besatzung gereist, deren Mitglieder für ihn wie Verwandte wurden. Seitdem Morton auf der Seven Seas Navigator wohnt, hat er sogar den Spitznamen Kapitän erhalten. So nennen ihn freundlich alle Angestellten des Kreuzfahrtschiffes, denn er ist der Einzige, der das Schiff nach all den Jahren so gut kennt. Er hat auch einen eigenen runden Tisch im Speisesaal Compass Rose, der für sein tägliches Mittag- und Abendessen reserviert ist und persönlich für ihn gedeckt wird. Alle Köche am Ort kennen die Lieblingsgerichte und Vorlieben von Mr. Morton und achten dabei auf dessen Gesundheit. Auf dem Kreuzfahrtschiff gibt es außerdem medizinisches Personal, das seine gesamte Krankenakte kennt. Und überhaupt ist er bereits zum festen Bestandteil dieses Schiffes geworden, was nach 13 Jahren auf dem Schiff nicht verwunderlich ist. Morton hat sogar Zugang zu den Betriebsräumen. Abends spielt er gerne mit dem Kapitän des Schiffes eine Partie Schach und er freut die Passagiere allein durch seine Anwesenheit. Was soll man sagen? Die Passagiere bitten ihn sogar um ein Autogramm und Journalisten um ein Interview. Nun ist Morton Jablin 94 Jahre alt. Aber er bewegt sich wie immer aktiv am Deck und will dank der Meeresluft und der Sonne 120 Jahre alt werden. Seine Luxuskabine wurde seinen Bedürfnissen angepasst. Wie Morton selbst sagt, ist das Casino eigentlich nicht seine Welt. Aber das tägliche abendliche Unterhaltungsprogramm und die musikalischen Auftritte gefallen ihm wirklich. Außerdem mag er sich gerne sonnen. Aber nur 30 Minuten pro Tag, wegen des Alters. Was die Familie betrifft, so besuchen ihn regelmäßig seine Söhne, die bereits 64 bzw. 68 Jahre alt sind, wenn das Schiff im Hafen von Miami anlegt. Außerdem kann er sie jederzeit per Mobiltelefon anrufen. Mit der Zeit hat Morton schon die halbe Welt bereist, wobei er nur selten bei längeren Aufenthalten in den Häfen an Land gegangen ist. Unter Berücksichtigung, dass seine Kabine alles inklusive mindestens $250 am Tag kostet, hat die Betreibergesellschaft dem alten Herrn während dieser langen Zeit einen Rabatt von 50% eingeräumt. Denn er ist ein echter Talisman des Schiffes. Der Preis seines Aufenthalts beträgt etwas mehr als $4.000 pro Monat. Mit allem, was man sich nur denken kann. Manchmal ist ja die Miete einer luxuriösen Wohnung in einer der großen Metropolen teurer. In seinem Alter von 94 Jahren sieht Morton Jablin leicht 20 Jahre jünger aus. Er ist wie immer schlank, gepflegt und grauhaarig. Er sieht wie ein vor kurzem pensionierter Leiter eines Großunternehmens aus. Die dunklen Augen hinter der Brille strahlen Intellekt, Selbstvertrauen und Wärme aus. Er ist ein anregender Gesprächspartner mit einem erstaunlich regen Verstand und Gedächtnis, sagt der Kapitän des Schiffes über ihn. Und der alte Herr seinerseits sieht die Besatzung als seine Freunde und Familie an. Ein solches Leben könnte ich nirgendwo auf der Welt haben. Wenn ich eine Krankenschwester oder einen Arzt benötige, ist in 5 Minuten jemand in meiner Kabine, unabhängig von der Tageszeit. Wenn ich nicht auf diesem Schiff wäre, müsste noch jemand bei mir wohnen, denn manchmal brauche ich Hilfe. Und bessere Bedingungen als hier würde ich nirgendwo finden. Wo könnte ich mich 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche so sicher fühlen? Fügte der alte Herr hinzu. Und mir scheint, dass er wirklich recht hat. Diese Geschichte beweist wahrscheinlich wieder einmal, dass man bei ungewöhnlicher Denkweise und rationalem Ansatz sogar sein gesamtes Leben auf einem komfortablen Kreuzfahrtschiff verbringen kann, wo man ständig in Sicherheit und in der Obhut guter Menschen ist. Was haltet ihr von dieser Idee des alten Herrn? Würdet ihr es auch so machen? Dann schreibt bitte eure Meinung in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.